Hallo, ich bin's, Mara. Ja, ich bin gerade hier auf dem Weg zum Mittagessen. Ich wohne ja jetzt hier in der wunderschönen Stadt Kuala Lumpur und betreibe von hier aus mein Online-Business. Und ich habe mir gedacht, ich nutze jetzt hier den Weg, den ich brauche, um in mein Lieblingsrestaurant zu gehen, das heißt Opium, da werde ich jetzt gleich Mittagessen, um mit dir meinen Tipp des Tages zu teilen. Denn ich habe mir überlegt, ich werde jetzt einfach hin und wieder mal so kurze Videos machen, weil es macht mir nämlich total viel Spaß, und mit dir kurz was teilen, was mir einfach so einfällt. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie kannst du deine perfekte Positionierung finden. Also ganz viele Leute, die fragen mich immer und sagen, ja, ich habe das verstanden, ich soll mich scharf positionieren oder ich soll meinen Kurs scharf positionieren, aber ich weiß einfach nicht, wie ich das machen soll. Und im Endeffekt, eine gute Positionierung, die hat genau 3 Merkmale. Also erstens, bei einer guten Positionierung, da machst du etwas, was dir total viel Spaß und Freude macht. Weil wenn es dir keine Freude macht, warum würdest du es dann tun? Das ist ja komplett sinnlos. Also so wie bei mir zum Beispiel gerade mit diesem Video. Das macht mir gerade total viel Spaß. Ich mache das zum ersten Mal. Ich renne jetzt hier durch KL mit dem Selfie-Stick. Schaut sicherlich total bescheuert aus. Die Leute jetzt denken, die hat voll an der Waffel. Aber es macht mir einfach gerade total viel Spaß. Und das zweite ist, dass du dir etwas aussuchst, was du einfach total gut kannst. Also es macht keinen Sinn, dass du etwas machst, was dir zwar total viel Freude macht, aber du kannst es einfach nicht gut. Also du bist einfach total schlecht darin. Dann kannst du das natürlich schon machen als Hobby, aber natürlich nicht unbedingt, um Geld zu verdienen. Ja, und das dritte ist, wenn du jetzt was gefunden hast, was dir total viel Spaß macht, wo du richtig gut drin bist, dann muss natürlich auch etwas sein, wo Leute bereit sind, dich dafür zu bezahlen. Das ist natürlich noch das dritte, was ganz, ganz wichtig ist, weil wenn du es nur gut kannst und es macht dir Spaß, aber keiner zahlt dich dafür, ja, dann ist es eben einfach ein Hobby. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, dass ich hier nicht überfahren werde, wenn ich über die Straße gehe. Das ist hier nämlich immer wieder relativ gefährlich. Genau, das heißt also, die 3 Dinge, die sind einfach wichtig, die sind relevant. Es macht dir ganz, ganz viel Spaß, du kannst es gut und Leute sind bereit, dich dafür zu bezahlen. Das heißt, mach dir einfach 3 Listen und dann schau mal, was gibt es für Dinge, die auf allen 3 dieser Listen vorkommen. Und so kannst du an deiner Positionierung arbeiten. Ja, ich mache mich jetzt auf den Weg und esse jetzt hier in meinem Lieblingsrestaurant mein Buffet. Da gibt es nämlich immer von Montag bis Freitag Buffet. Ich schicke dir ganz, ganz herzliche Grüße hier aus der Sonne, aus dem wunderschönen Kuala Lumpur, aus der Wärme. Und wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Tipp des Tages. Deine Mara. Tschüss.